Darüber wollen wir sprechen mit Daniel Gerlach. Er ist der Chefredakteur von Zenit, Zeitschrift für den Orient. Guten Abend. Ja, hallo. Iran droht mit Vergeltung. Was bedeutet dieser Anschlag für das Pulverfass Nahosten? Das ist auf jeden Fall eine Grenzüberschreitung, und zwar eine, wie es sie in der Vergangenheit noch nicht gegeben hat. Und die israelische Seite hat ja nicht für sich in Anspruch genommen, wie man das in solchen Fällen allgemein auch tut, dass sie diesen Angriff verübt hätte. Aber wenn man sich den israelischen Armeesprecher oder ich glaube Generalstabschef anhört, der hat gesagt, naja, für uns war das kein Botschaftsgebäude, sondern für uns war das ein Gebäude der iranischen Revolutionsgarde. Also er hat von der Quds-Einheit gesprochen, der Revolutionsgarde, die verantwortlich ist für die Koordination mit den lokalen Milizen der Region. Das klingt schon sehr danach, als wollte man sich hier verteidigen. Es ist völlig klar, dass die Iraner und die Syrer Israel hier für verantwortlich halten. Und ich denke, das ist auch glaubwürdig. Wer sollte sonst einen so präzisen Schlag aus der Luft durchführen? Israel hat in den letzten Tagen massiv in Syrien eingegriffen. Am vergangenen Freitag hat es einen Luftschlag in Aleppo gegeben mit über 30 Toten, auch zum Teil Militärangehörigen. Das heißt, das ist eine Eskalation, die immer weiter getrieben wird. Und die lässt natürlich auf iranischer Seite nur den Schluss zu, dass die Regierung Netanyahu wirklich die Iraner in einen regionalen Krieg hineinziehen möchte und auch hofft, dass die Amerikaner sich damit reinziehen lassen und dann an Israels Seite stehen. Anders kann man diesen Angriff auf Seiten der Gegner zumindest nicht interpretieren. Und deswegen denke ich auch tatsächlich, dass er nicht folgenlos bleiben wird. Welche Art der Vergaltung können Sie sich denn da vorstellen? Einerseits aus dem Iran, aber dann auch von der Hisbollah selbst, die auch Rache schwört. Also wird es da noch mehr stärkere Angriffe auf Israel geben oder womit rechnen Sie? Ja, bisher haben sich die Iraner ja eigentlich mit Angriffen auf Israel zurückgehalten. Es gibt Milizen, die immer wieder mal Raketen geschossen haben, und zwar vom Libanon bis zum Jemen. Aber man hat schon gesehen, dass die Iraner kein Interesse daran haben, das haben sie auch gesagt eigentlich, sich von der Hamas, die diesen Krieg am 7. Oktober ausgelöst hat, hineinziehen zu lassen, auch nicht von den Israelis. Aber man kann sie eben auch nicht immer weiter provozieren und hoffen, dass sie bei dieser Linie bleiben. Die Iraner verhandeln gerade wohl im Stillen wieder mit den Amerikanern. Es gibt Gespräche, die im Oman stattfinden. Es gab eine starke Annäherung an Saudi-Arabien. Also eigentlich ist für die Iraner das kein günstiger Zeitpunkt für einen regionalen Krieg. Aber sie müssen eben auch ihren eigenen Anhängern gegenüber glaubwürdig sein. Und wenn Sie mich fragen, was wäre die Reaktion, die man sich vorstellen kann? Die Iraner lassen sich nicht darauf ein, unmittelbar nach den Regeln des Gegners zu kämpfen, sondern sie versuchen, das immer auf ein anderes Schlachtfeld zu ziehen. Und da die Israelis jetzt damit ein Botschaftsgebäude oder zumindest ein konsularisches Gebäude angegriffen haben und zerstört haben, kann ich mir vorstellen, ohne zu sehr zu spekulieren, dass es in der Zukunft auch einen Anschlag geben wird auf ein israelisches Botschaftsgebäude. Und zwar möglicherweise so, wie es 1992 schon mal ein Attentat auf die israelische Botschaft in Argentinien gegeben hat. Man wird sich einen Staat suchen, der auch als feindselig betrachtet wird, als pro-israelisch. Und zu diesen Staaten gehören auch verschiedene europäische Staaten, wo ein solcher Gegenschlag stattfinden kann. Das wird aber nicht unbedingt sofort passieren, aber man muss damit rechnen, dass das Anschlagsrisiko durch mit Iran verbündete Gruppen enorm steigen wird. Somit wahrscheinlich auch hier bei uns in Deutschland. Das sind ja alles scharfe Reaktionen, die da im Raum stehen, wie sie dann auch immer ausfallen werden. Und Israel konnte ja mit solchen Reaktionen rechnen. Warum trotzdem dieser Angriff? Natürlich. Was ist die Motivation dahinter? Also ich gehe immer davon aus, dass die Personen, die dort versammelt waren, dass die Nachrichtendienste Informationen darüber hatten, dass die Personen, die dort versammelt waren, hochrangig waren. Und die Iraner haben ja auch zugegeben, wer dabei ums Leben gekommen ist. Das spielt schon eine Rolle. Ich glaube aber, es gibt ein anderes Problem. In der Vergangenheit hat es auf der israelischen Seite immer die Militärs und die Geheimdienste gegeben, die gesagt haben, wir stehen unter Druck, aber wir können das erreichen. Mit großen Risiken können wir ein Ziel erreichen. Aber es gab immer die politische Kontrolle, die dann gesagt hat, vielleicht tun wir das nicht, weil es ist politisch oder auch strategisch nicht opportun, es jetzt zu tun. Wir würden unsere Verbündeten damit vergrätzen, wir würden damit Risiken eingehen, die wir nicht bewältigen können. Es gab immer eine Kontrollinstanz. Mittlerweile haben wir, glaube ich, ein Kriegskabinett in Israel, das sich gegenseitig übertrumpft in Härte und Entschlossenheit. Und diese politisch zurückhaltende Position fehlt vollkommen. Die hat es vor 3, 4 Jahren zum Beispiel gegeben. Da war auch Netanyahu noch anders gestrickt. Aber in dieser Situation sind, glaube ich, die Maßstäbe für das, was man sich leisten kann, wie weit man gehen möchte, vollkommen verrückt. Und das wird natürlich auf kurz oder lang schiefgehen. Daniel Gerlach, herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Danke Ihnen.